Schön, dass du da bist. Willkommen zu diesem Video. Ich bin der Teepapst. Mein Name ist Thomas Grömer und heute erzähle ich dir, wie bin ich überhaupt zum Teepapst geworden? Was ist da dahinter? Was ist die Story? Warum nennt sich ein Typ Teepapst? Los geht's. Das erste Mal bin ich mit Tee in Berührung gekommen in Japan. 1991, 18 Jahre war ich da alt, zum ersten Mal echten Tee getrunken. Grünen Tee, ungesüßt, mild, lecker, hocharomatisch, absoluter Wahnsinn. Ich komme aus Wien, ich komme aus Österreich. Davor habe ich Tee eigentlich nur gekannt aus zwei Situationen. Entweder im Winter, wenn es kalt war und ich krank war, oder beim Schulskikurs. Beides keine kulinarischen Genüsse. Ich erzähle kurz, was da los war und wonach das geschmeckt hat. Schulskikurs, das ist kulinarisch sowieso kein Highlight, aber beim Tee trinken erst recht nicht. Da gibt es immer diesen speziellen Jugendherberge-mäßigen Früchtetee. Wenn du an den zurückdenkst, der ist so sauer, dass sich deine Wangen innen berühren. So viel Zucker, so viel Honig, so viel Süßstoff kannst du da gar nicht reinwerfen, dass du das Ding irgendwie genießen kannst. Das ist dieser Früchtetee aus diesen Jugendherbergen. Wer auch immer das liefert, hört damit auf. Das ist echt nicht nice. Und die zweite Möglichkeit, die ich vorher kannte, Tee zu trinken, war, wenn ich krank war. Das war meistens ein Kräutertee mit einer speziellen Funktion. Zum Beispiel Bronchientee. Der schmeckt so, als hättest du das Laub hier im Herbst zusammengekehrt und dann irgendwie heiß aufgegossen. Also Genuss ist das überhaupt keiner. Den trinkst du halt, weil es sein muss. Nase zu, Tee runter, fertig. Oder auch so ein Kandidat ist Blasen-Nierentee. Den willst du nicht trinken. Du gehst ja nicht morgens in die Küche und sagst dir so, schönen guten Morgen, was trinke ich denn heute? Lecker, lecker Blasen-Nierentee. Macht ja keiner. Hat auch so seinen Grund. Gut, dass es diese Tees gibt, denn die Menschen, die unter den jeweiligen Problemchen leiden, sind froh, dass sie davon erlöst werden. Aber mit Genuss hatte das alles überhaupt nichts zu tun, bis ich eben in Japan war. Dort gab es Tee in jedem Haushalt, an jeder Ecke. Es gibt an alle 10 Meter gibt es einen Getränkeautomaten und in jedem Getränkeautomaten gibt es Teegetränke, die anständig schmecken, die ungesüßte Grünteegetränke sind. Das ist jetzt nicht der kulinarische Supergenuss, aber es ist besser als alles andere, was du sonst irgendwo auf der Welt to go unterwegs kaufen kannst. Mega. Und natürlich gibt es, damals in den 90er Jahren, gab es in jeder Familie Grüntee zu Hause. Das haben die Leute einfach unterbrochen getrunken. Morgens, mittags, nachmittags, abends. Und war unfassbar gut. Da habe ich gemerkt, hey, du brauchst Tee gar nicht süß. Nee, du brauchst im Tee gar keinen Zucker, du brauchst gar keinen Honig, du brauchst kein Süßungsmittel, weil der Tee, wenn es eine hohe Qualität hat, dann schmeckt das so gut, dass du das direkt genießen kannst. Wahnsinn. Also habe ich beschlossen, okay, Wahnsinnsland, Japan, unglaublich faszinierend. Ich lerne Japanisch, damit ich dann später auch was damit machen kann, kombiniere ich es mit Wirtschaft. Und nachdem ich mit diesem Studium fertig war, habe ich beschlossen, Tee zu studieren. Und zwar Tea Science. So heißt das Studium. Kann man studieren in Shizuoka. Das ist Kernland von Grünteeproduktion in Japan. Dort kannst du Tea Science studieren. Und lustig übersetzt auf Deutsch, ist nicht mein Joke, sondern von meinen Freunden, ist Tea Science Theologie mit 2 E. Ja, und weil Theologie ja so eine witzige Assoziation ist, war ich dann schnell der Theologe. Und weil das auch so eine witzige Assoziation ist und das mit der anderen Theologie so ähnlich klingt und so weiter und so fort, bekam ich den Nickname Teepapst, weil ich gerne viel intensiv über Tee erzähle. Und einerseits Nickname, andererseits schwingt da in der Ironie auch ein kleines bisschen Respekt mit, weil ich tatsächlich über Tee unfassbar viel weiß, weil ich über Tee extrem viel studiert habe. Und obwohl ich der Meinung bin, ich weiß sehr, sehr viel über Tee, bin ich immer wieder demütig und lerne gern von vorne. Denn wenn du der Meinung bist, du weißt über etwas sehr, sehr viel, brauchst du dich nur mit einem anderen kleinen Feld zu beschäftigen und fängst wieder von vorne an. Ich lerne von jedem Teebauern, ich lerne von jedem, der Tee anbaut, von jedem, der Tee produziert, jedes Mal was Neues. Unfassbar spannende Welt. Extrem cool. Aber ich habe diesen Titel auch gern genutzt, um mich auch hier auf YouTube und auf Social Media zu positionieren, damit du eine Anlaufstelle hast und jemanden hast, den du einfach zu Tee fragen kannst, folgen kannst, dir die Videos ansehen kannst und hier fundierte, korrekte, richtige Informationen bekommst. Denn es ist total spannend, dass es so viele Bücher und so viele Sachen über Tee gibt und zu 80-90% sind die Sachen Legenden, stimmen nicht oder sind Halbwissen. Inzwischen gibt es auch vernünftige Bücher über Tee, aber als ich studiert hatte in den 80er, 90er Jahren,
Da gab es kaum belastbare, gute Literatur. Und die Welt von Tee ist nochmals deutlich vielfältiger und deutlich komplexer als zum Beispiel die Welt von Wein. Und trotzdem gibt es viel weniger Wissen da draußen, viel weniger Informationen, die du dir holen kannst, weil das ganze Wissen überall irgendwo verstreut ist. Ja, wenn du in Japan bist, dann findest du dort natürlich tolles Wissen zum Thema Tee. Aber übrigens auch nicht fokussiert, auch nicht gebündelt, auch nicht sozusagen schlüsselfertig für dich zum Konsumieren, sondern ich musste es mir damals, als ich in Japan studiert hatte, mühsam zusammensuchen. Nicht nur auf der Uni, sondern ich war bei jeder großen Teefirma in Japan. Ich habe Tea-Tasting gelernt. Ich weiß, wie man Tees, japanische Methode, professionell verkostet. Ich bin sicherlich der einzige Nicht-Japaner, der Matcha und Tencha, das Vorprodukt von Matcha, professionell verkostet und verkosten kann. Ich weiß, wie man Tee verkauft, wie man Tee verpackt, wie man mit Tee handelt, welche Gebräuche da sind, welche Preise bezahlt werden, welche Margen da sind und so weiter und so fort. Ich habe eine lange Zeit verbracht auf einem Teeberg, bei einem Teebauern, wo ich das Handwerk auch kennengelernt habe, wo ich ernten durfte, wo ich produzieren durfte, wo ich in der Fabrik stand, wo ich Tee mitmachen durfte, wo ich alles gemacht habe, was die Teeproduktion ausmacht und wo ich gelernt habe, dass das Wetter des jeweiligen Tages macht den Tee, macht diese Charge an dem Tag. Und auch wenn du später Tee handelst und Tee kaufst und verkaufst, der Tee wird wirklich gemacht dort, wo er produziert wird, an dem Tag. Danach kannst du nicht mehr großartig das Aroma verändern. Danach kannst du nicht mehr großartig das Aroma verbessern. Bei Wein hast du auch die Ausgangstraube, das Ausgangsprodukt, das du hast. Wenn das nicht gut ist, hast du nachher sowieso verloren. Aber trotzdem, du hast bei Wein das Aging. Du kannst bei Wein später noch damit arbeiten. Du kannst aus Weinen verschiedene Cuvées machen. Du kannst damit sozusagen mehr im Nachhinein noch reparieren, wenn etwas war, als bei Tee. Ja, bei Tees gibt es Blends, aber dennoch, wenn du im Tee einen Fehlgeschmack drinnen hast, dann war es das mit diesem Lot, dann kannst du damit nichts mehr anfangen. Deswegen ist das so unfassbar spannend. Was auch spannend ist, ist, du hast bei Tees verschiedene Ernten und jede Ernte hat ihren eigenen Charakter. In Japan gilt, je neuer die Ernte, desto besser die Qualität. Erste Ernte ist die zweitbeste, dritte, du hast das Prinzip verstanden und so weiter. Und ich habe zuerst angefangen, mit Tee zu arbeiten, mit Tee zu handeln, aus purer Eigeninitiative, weil ich selber guten Tee trinken wollte und den gab es damals hier nicht. Also habe ich begonnen, Tees zu kaufen, Tees herzuschicken, Tees mitzunehmen und dann haben mich meine Freunde darauf angesprochen und gesagt, hey, ich hätte auch gern diesen Tee, bring mir doch bitte auch was mit. So entstand das Business, so bin ich dazu gekommen, dass ich eine Firma gründe. Ich habe das Unternehmen gegründet mit meinen japanischen Partnern, die Hersteller von Matcha-Tee. Absolute Nummer 1, was Matcha-Tee betrifft, weil die machen Top-Qualität, machen Bio seit 1978, lange, lange bevor es irgendwelche Gesetzgebungen, Siegel oder Sonstiges gab. Die haben eine Philosophie, dass sie sagen, sie möchten den bestmöglichen Matcha machen mit keinen Pestiziden. In Bio, in sauber, in rein, aber trotzdem gleichzeitig absolute Top-Qualität. Mega-Philosophie. Aya heißt die Firma und gemeinsam mit denen als Partnern habe ich Aya Europe gegründet. Gestartet habe ich selbstständig erst 2001, erste Firma gemacht 2003. Aya Europe, das Unternehmen, das ich jetzt führe, 2008 nach Hamburg gebracht. Dann habe ich begonnen, in Hamburg Matcha zu verkaufen. Du musst dir das vorstellen, also richtig los ging es 2001. Da hat sich noch kein Mensch für Matcha interessiert. Da wussten die Menschen nicht mal, was Matcha-Tee ist. Da wussten die Menschen nicht mal, Grüntee war damals neu. Absurd heutzutage darüber nachzudenken, aber Grüntee war etwas Exotisches, etwas Neues. Und dann hier Matcha, hä? Kein Beutel, keine Teekanne, sondern eine Schale, Besen und du musst das Ding selber anrühren. Mega exotisch. Aber das war die Positionierung, mit der ich gestartet habe, Matcha-Tee. Inzwischen ist Matcha der größte Trend der Teewelt. Und ich bin unfassbar happy darüber, dass Tee ein Produkt ist, das in Europa immer noch stark wächst. In den nächsten 5 Jahren wird der Teemarkt um 40% wachsen. Und innerhalb des Teemarktes wächst jetzt speziell ein Segment besonders stark, das ist auch ein sehr kleines Segment, nämlich das Segment der Spezialitäten-Tees, also der echten, hochwertigen, großartigen, losen Tees oder der echten Matcha-Tees.
Das wächst am stärksten. Matcha ist ein Tee, der weltweit unfassbar nachgefragt wird. Die Nachfrage von Matcha in Europa wird sich in den nächsten 5 Jahren verfünffachen. Deswegen siehst du vielleicht jetzt an jeder Ecke neue Matcha-Brands und hier eine Werbung auf Social Media und da irgendetwas. Der Trend ist kein Zufall. Ich arbeite seit 20 Jahren daran und bin froh darüber, dass mehr und mehr Matcha an die Leute rankommt. Und ich arbeite aber nicht hauptsächlich für mich, für mein Unternehmen. Ich arbeite hauptsächlich für dich. Weil ich bin davon fest überzeugt, dass wenn du mehr Tee trinkst, dass du ein besseres, gesünderes und auch ein längeres Leben führst. Dazu habe ich nochmal ein extra Video aufgenommen. Das verlinke ich hier. Kannst du dir gerne ansehen. Tee verbindet die Menschen. Tee ist etwas, das ein großartiges Produkt ist. Und hochwertiger, qualitativer Tee ist so wie echter Wein. Der Vergleich mag dich vielleicht schockieren, aber Teebeutel ist für mich wie Wein im Tetrapack. Also, wenn es um die Funktion geht, dafür zu sorgen, einen Sitzen zu haben, reicht der Billigwein im Tetrapack auch. Kannst du danach auch schön breit zu Hause am Sofa liegen und vor dich hin trällern, ein Lied oder zwei. Aber wenn es darum geht, nicht in erster Linie einen Sitzen zu haben, sondern das ist der Nebeneffekt, sondern es geht darum, großartigen Geschmack zu entdecken, verschiedene Länder zu probieren, verschiedene Weine zu probieren, verschiedene Anbauregionen durchzuprobieren und diese vielfältige Aromatik, die zu genießen, dann ist der Tetrapack nicht dein Freund. Dann möchtest du hochwertige, gute Weine trinken. 20, 30 € aufwärts pro Flasche. Klar. Und genau das ist auch das Preisbild für Tee. Willst du einen vernünftigen Tee trinken? Dann ab 20 € geht's los. Das ist beim Matcha der Fall. 20 € aufwärts für eine 30-Gramm-Dose und das Leben macht Spaß. Alles darunter ist einfach. Ich habe ein Produkt, das ich subventioniere. Das kostet, ich glaube, 12, 13 €. Ist aber auch 20 € wert. Ich zahle einfach die Differenz, damit da möglichst viele Menschen das probieren können. Aber das kann ich machen, weil ich gemeinsam mit den Japanern für den größten Matcha-Hersteller arbeite. Ich kann es mir leisten, ein Produkt komplett zu subventionieren und es dir fast zu schenken. Das ist aber kein Marktprodukt. Wenn du irgendwo da draußen am Markt ein Produkt bekommst, 10 € oder günstiger, macht das nicht. Das macht einfach keinen Spaß. Irgendwo musst du ja sparen. Und das gleiche beim Tee. Wenn du dir jetzt eine Packung Tee kaufst und die Packung Tee kostet 3, 4, 5, 6 €, ja, kann man machen, aber ganz ehrlich, muss man nicht. Das Leben ist trotzdem viel, viel zu kurz, um schlechten Tee zu trinken. Deswegen hol dir einen guten Tee, 20 € aufwärts. Das ist es wert, wenn du das für eine Flasche Wein investierst. Da kannst du das auch für Tee investieren, der noch deutlich ergiebiger ist als Wein, denn Tee gießt du auf, bekommst da viel mehr Flüssigkeit draus, kannst da mehrere Aufgüsse draus machen, kannst es richtig genießen. Und du siehst, warum man mich den Teepapst nennt, denn wenn es um Tee geht, kann ich dir viel, viel erzählen. Und damit das Video nicht ausufert, hier ein Schluss und eine Einladung an dich. Willkommen in der Welt von Tee, willkommen in der Welt vom Teepapst, willkommen in der Welt von echten, qualitativen Tee. Viel Spaß auf diesem Kanal. Jetzt habe ich tatsächlich so lange geredet, dass der Matcha kalt geworden ist. Ist das abgefahren? Ha? Schneide ich nicht raus, aber siehst du nur, wenn du bis zum Ende geschaut hast. Liebe Grüße, abonnieren, Glocke anmachen. Dein Teepapst.